Servus, damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Starfield. So, auf geht's, Peter. Hallöchen. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Ja. Oder war noch was? Nein. Ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Okay. Ich bin ganz schön aufgeregt. Meine erste Mission! Mir ging es am Anfang genauso. Es liegt ein Kribbeln in der Luft, wenn man weiß, man steht vor einer Entdeckung. Ja. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Okay. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Eigentlich will ich erst noch etwas alleine machen. Wir müssen zum Mast. Ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Okay. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Verstanden. Gut. Dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Ich würde gerne, fliegen. Wegfliegen. Ich stehe zu Diensten. Ich habe die Entscheidung nie bereut. Das freut mich. Eine kluge junge Frau wie du hat schließlich unzählige Möglichkeiten. Als Schleimer. So, auf geht's, Peter. Dann hauen wir mal ab hier und dann schauen wir mal, was so am Happenen ist. Rischelow. Sarah Morgan. So, wo will die Englisch jetzt hier hin? Dann jetzt einfach mal hier oben lang. Keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Der Robot ist wohl nicht mehr dabei. Okay, hier geht jetzt schon mal nicht lang. Dies bedeutet tun, wir rennen jetzt einfach mal hier runter. Wir müssen dort hinter. Hinauf. Und die Werte der Vanguard. Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Ich schwöre. Dann bin ich stolz, euch in der Welt. Irgendwo hier. Ah, hier. Sarah, freut mich. Wer ist das denn? Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey. Willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Vielleicht später. Erst müssen wir was für die Konsulenten klären. Glaube ich so. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Ach so. Er fragt. Ich sage nein. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt?
Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Ja, rede mit den. Mit ihm. Wir können ihm da ein. Soll das ein Witz sein? Das ist der unbeliebteste Posten in der ganzen Flotte. Das Einzige, was die UC da interessiert, ist der Mars. Und da will niemand hin. Da wollen alle weg. Warum? Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Danke für die Hilfe, John. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh Mann. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Okay. Ab ins Sol-System. Ich will ins Sol-System. Ich will ins Sol. Okay. Ach hier. Wahrscheinlich hier runter. Ja, hier runter geht's doch. Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Ich habe das Gefühl, heute wird ein richtig schöner Tag. Ja. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NET wird mir immer noch übel. Was sind die NET? Diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Welche Statue? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Ich und du. Ich. Weisamkeit. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. United Colonies. Komm auch du zu uns. Neues, ja. Was reparieren? Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Klar, nur zu. Du findest sicher was. Dieses Rote hier würde ich auf jeden Fall nehmen. Ist bloß mild teuer. War der irgendwie, wo kann man sagen, kann? Der hat nichts zum Verkaufen, ne? Also jetzt hier, was zum Verkaufen hier, zum Verkaufen und so. So funktioniert das. Ich würde es mal mit Viewport. Ich habe kurz verstanden Viewporn, aber okay. Neben mir und hat mir am Haar geschnüffelt, oder? Wenn es nicht Jamison ist,
fühle ich mich so langsam heimisch. So. Hinsetzen. Bis in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Solar-System. Was ist das? Nein. Mit X-Sprung, ne? Hat uns gerade einer angegriffen? Kann das sein? Oder wollt ihr uns einer angreifen? Hier ist der Mars, oder? Ja, ist der Mars. Schwer. Ach doch, das hier ist die Erde. Sieht ziemlich braun aus. Also, was ist denn hier passiert? Luna. Und von Erde. Ja, wir fliegen jetzt erstmal zur Erde. Kannst du aber wissen. Ich will zur Erde. What the hell? Ein Haufen hier Schrott, ne? Ach, hier ist Amerika, alles klar. Spanien. Wir landen mal irgendwo in Deutschland, wa? Sorry, aber wie sieht die Erde aus, bitte? Also, ich erkenne hier gar nicht. Ja, ich weiß, man sollte sich vielleicht ein bisschen was anziehen. Hätte ja wenigstens irgendwie was. Man hätte ja wenigstens irgendwas machen können hier, oder?
Also das sieht ja eher aus wie Leckmehl. Wäre ja wenigstens ein paar Ruinen oder sowas hin machen können, aber hier steht ja gar nichts. Hier ist ja gar nicht los. Da würde ich sagen, mit der Landung auf der Erde wäre es das nur gewesen für heute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao mit V. Tudelü.